Vor einer historischen Chance steht morgen Frauenfußballmeister St. Pölten. Erstmals in der Clubgeschichte könnte der SKN das Viertelfinale der Champions League erreichen. Die Chancen stehen nach dem 2:2 im Auswärtsspiel gegen Rosengård Malmö sehr gut. Vor einer Woche überrascht St. Pölten den schwedischen Rekordmeister und erspielt sich sogar eine 2:0-Führung. Erst ab diesem Zeitpunkt wird Rosengård bewusst, dass der SKN doch nicht so ein Glückslos ist wie gedacht. Endstand 2:2. Morgen kommt Rosengård aber wohl mit viel Wut im Bauch in die NV-Arena. Sie werden sicher hundertprozentig sehr viel Gas und Tempo machen in dem zweiten Spiel, weil sie jetzt wissen, es wird nicht so leicht. Wenn die beim Hinspiel überragende Torfrau Isabella Kresche morgen ohne Gegentor bleibt, dann ist der Aufstieg fixiert. Sollten wir das wirklich erreichen, dann wäre unglaublich. Für uns wird es einfach wichtig sein, vor allem die defensiven, taktischen Aufgaben gut zu erledigen. Und dann ist einfach vieles möglich. Aber wir werden sicher nicht sagen, wir spielen auf 0:0. St. Pölten gegen Rosengård ist morgen ab 20:15 Uhr live auf ORF Sport Plus zu sehen.